Endlich weg zu denken. Wir auf BMX in Deutschland sind quasi eins. Hat als erster die Amis auf die Plätze verwiesen. Damals auf der Weltmeisterschaft in Köln, wo die Amis rüberkamen und dachten, hey, wir haben BMX erfunden. Die Deutschen haben eh nichts drauf. Aber dann kamen sie auf die Waffe, wie sie ihn jetzt nennen, The Weapon. Ladies and Gentlemen, einen Riesenapplaus für Tobias Becke. Bekannt für diese Moves hier, Tobi Wicke. Oder wer aus Berlin. Ja, wenn der junge Mann hier über die Messe schlendert, dann wird er schon das eine oder andere Mal angesprochen. Hey, bist du der BMXer aus Galileo? Er hat da letztens versucht, ein Haus runterzufahren. Hatte doch bis unten geschafft, ist dann aber unten eingemeißelt wie ein Mann, wie man so schön sagt. Er war jung und brauchte das Geld. Es ist ja immer noch. Einen Riesenapplaus für Sven Lehmann für Sprosse. Extrem schwierig hier mit dem Wind für die Fahrer. Denn wenn da so eine Böe von vorne kommt, dann kann man sich schon mal vertun in der Landung. Und das ist hier alle Zentimeter Arbeit. Schon gesagt, nur die besten Fahrer hier am Start. Auch dieser junge Mann, einer der krassesten. Den letzten großen Contest in Deutschland, den letzten großen Wettkampf, den Bielefeld City Jam vor ca. einem Monat. Die ganze restliche deutsche Konkurrenz und zeigt, Holländer waren auch da, auf die Plätze verwiesen. Er kann die Techno-Moves aber auch Stunts. Applaus für Sergei Geier! Show, haben wir alle durch. Habt ihr Bock auf die Show, dann macht mal ein bisschen Lärm hier für unsere Gladiatoren und Herrschaften. Und der junge Mann hier hat am Sonntag den Best Lip-Trick Contest hier gewonnen. Die ganzen anderen Fahrer auf die Plätze verwiesen mit seinem Move. Oh, einfach mal Fairwhip to Nosepick Whip. Oh. Bekannt für seine technischen Tricks, oh, aber auch solche Hardcore, gerade in dieser 360. Hat er sein Repertoire, ein Riesenapplaus für Marc König. Ja, und der Mann hat hier bisher am meisten abgewonnen. Am Sonntag den Best Team-Move mit seinem Teammate Tino Schnecke gewonnen. Im Anschluss dann gleich noch den Best Trick. Kann für Fix, bei der man die Angst einfach ausblenden muss. Schöner Whip von ihm hier. Applaus für Kevin Lee. Lässt er sein Rad um den Vorbau rotieren, um dann auf dem Hinterrad weiterzufahren. So, dann hat hier beim Menü. Applaus für Markus Raumann. Ja, und ich habe ja gesagt, die besten Fahrer aus Deutschland und Österreich wohlgemerkt. Denn dieser junge Mann hier, der kommt aus Österreich, da wo wir mal Skifahren und Snowboardfahren gehen, kommt aus der wunderschönen Stadt Wien, hat quasi den Wiener Schmäh für sich gepachtet. So, Ladies and Gentlemen, ein Riesenapplaus für Senat Grosic.